Zeit. Das gebe ich zu. Was will dieses Vieh eigentlich von mir? So, Leben. Immerhin haben wir hier quasi unendlich Leben. Wenn wir dieses Level machen. Okay, gut. Gut. Habe ich nochmal drauf lenken können. So, diese Säule. Und... dieser blöde Bug. Was soll das? Ich hüpf nur einmal, nicht zweimal, du. Mann. Danke. So. Danke sehr. Da hat mir Sonics Level weitaus besser gefallen. Da musste ich nur mit dem Doppelsprung-Bug kämpfen. Und nicht mit irgendwelchen Säulen, die Schwerkraft verbuggt ändern. Du stirbst. Und da gehen wir hoch. Muss ich da irgendwie drauf? Ah, da gibt's ein Power für mich. Mystic Melody. Wechsel zu Mystic Melody und B-Knopf, um sie abzuspielen. Das macht ja nicht dieses mystische Melody. Was ist das? Ach, Teleport. Cool. Oh. Das war äußerst dumm. Ich kann das nicht abbrechen. So habe ich das gestartet. Ich Idiot. Nein. Wie dumm ist dieser Gegner eigentlich? Sag mal, willst du mich? Verdammt nochmal. Ah. Jetzt fliege ich plötzlich nicht mehr hoch, obwohl ich sonst immer automatisch hochgeflogen bin. Ach, hier ist kein Leben mehr drin. Das war da nur einmal drin, oder wie? Oh, shit. Ja, da denken sie plötzlich dran, ihre... ich nehme alles zurück von wegen, sie schenken mir ein Leben. Da denken sie dran, ihre Bugs zu fixen. Überall sonst kann man sich Leben exploiten. Zum Beispiel auch in... diesem Pumpkin Hill Level, ganz am Anfang, kann man sich auch jedes Mal, wenn man neu startet, ein Leben holen. Aber hier nicht, nö. Wozu auch? Das wäre ja fair dem Spieler gegenüber, das kann man nicht machen. Mann! Der will mich verarschen. Der will mich einfach nur... Renn doch da vorbei! Ich drück nach oben! Nix so ungut, wenn ich mir jetzt nicht mich jetzt hier saumäßig aufrege, aber dieses Level ist... der größte Schwachsinn. Oh, das Spiel rockt, aber dieses Level nicht. Das Spiel rockt, weil es Sonic ist und weil Shadow drin vorkommt und weil es besser ist wie die anderen. Aber dafür hat es eine total verbuggte Steuerung. So, port mich mal da runter, bitte. Danke sehr. So. Ah. Ja. Und du da unten. Stirb. Danke. Da hoch. Und du da unten. Stirb. Und da hoch. Oh, gibt's irgendwo mein Speicherding, bitte? Danke. Danke. Ah. Wieso macht Shadow dann deine komische Rollattacke danach? Ja, aber die Stelle kennen wir doch irgendwoher, oder? Ja, die kennen wir irgendwoher. Oh. Ah, okay. Na, das ist dann noch in Ordnung. Noch ein Speicherteil. Jetzt schmeißen sie uns die Dinger wieder hinterher. Wie als wären sie nichts wert. Aber da vorne bei dieser bescheuerten Stelle, da gibt's nur eins alle paar Dingense. Hier runter bitte. Dankeschön. Danke. Da drüber. Ah. Ja, jetzt ist das Level plötzlich wieder Pipifax. Ja, da führt uns also die Ringspur hin, okay? Nehmen wir mal, dass uns die Ringspur hinführt.
Ja, das ist definitiv die bessere Variante. Würde ich fast sagen. Ah, und der wechselt automatisch die Spuren. Okay, das ist schon mal gut, wenn das so funktioniert. Okay. Ja, da bauen sie fairerweise so einen Stopper ein, oder wie? Wo schießt uns das jetzt hin? Wo sind wir hier? Warte. Diese Dinger dürfen uns nicht erwischen. Was ist da unten? Da ist nichts drin. Und da hinten ist da wieder ein Leben drin. Ich will leben. Nee, ist nicht. Verdammt. Ist hier hinten irgendwas um die Ecke? Kamera, ich drück gerade auf die Kamera-Drehtasten, aber die Kamera will sich nicht drehen. Speicherpunkt. So. Da hoch bitte. Okay. Den hier. Hier hoch. So. Wo schießt uns das Ding hin? Hier gehe ich vorsichtig runter. Da will ich definitiv nichts riskieren. Definitiv nicht. So. Langsam. Begeben wir uns hinab. Was passiert da unten? Ah, okay. Leap of Faith. Und was gibt's hier? Ah, okay. Was zur Hölle? Okay, danke. Danke! Danke, danke, danke. Uff. Das Level ist grausam. Einfach nur grausam. Rang E. Wen wundert's? Ja, das denke ich auch. Pling! Emblem Nummer 31. Und ich kann mir fast nicht denken, was jetzt kommt. Nein. Außerhalb der Raumkolonie Ark. Canon Countdown 5 Minuten 44 Sekunden. You never cease to surprise me, Blue Hedgehog. I thought that capsule you were in exploded in space. You know, what can I say? I die hard. So, there's more to you than just looking like me. What are you, anyway? Wir rennen aber gerade nicht so schnell da drin jetzt. Ja, aber das, den Spann kennen wir ja auch noch. Sonic. Na dann. Was ist denn das, ey? Geht da. Ja, jetzt kriegt Sonic plötzlich auch Chaos Control hin. So. Ah ja, ist gut, Sonic. Ey, was macht Sonic denn da hinten immer? Ja, wir machen die andere Taktik, die sicher funktioniert. So. Au. Ah. Der war zu nah dran. Na, dann mach mal. Mach mal Sonic Wind jetzt. Geht doch. Jetzt renn mal vor, bitte. Ich finde aber witzig, wie sie die Spieleprogrammierer ihre AI hier vereinfacht haben. Haben einfach gesagt, ja, falls Sonic irgendwie runterfällt oder falls die AI Mist baut, tja, Chaos Control, der steht wieder an der richtigen Stelle. Das ist eine tolle Ausrede. Sonic Wind! Woo!
Ja, das ist relativ einfach, auf die Art zu gewinnen. Also der Endboss ist echt ein Witz, wenn man es richtig macht. Ja, sag ich doch. Ein Witz. Ein Witz. Wieso hat Sun Shadow jetzt schwarze Streifen anstatt rote? Was zur Hölle? Arc, Hauptkontrollraum. Cannon Countdown, 40 Sekunden. Ja, Drew hat's doch nicht die Edelsteine geklaut. Ah, dumm! Wie sie die Cass immer so da reinschmeißen. Flatsch. So, so. Warning. Was dieses Warning zu bedeuten hat. Ich würde mal sagen, das war's mit der Dark Story. Die Credits sind im Endeffekt eigentlich genau dieselben wie in The Hero Story. Nur, dass jetzt die Shadow-Musik dabei läuft und wir Bilder von der Dark Story zu sehen bekommen. Als Resümee muss ich sagen, jetzt, nachdem ich beide Stories gespielt habe, das Spiel ist an sich wirklich sackgeil. Also, ja, vor allem kommt natürlich noch der Nostalgiefaktor dazu. Müsste man das Ganze jetzt, unabhängig betrachten, wäre es dann vielleicht jetzt nicht unbedingt das beste Spiel. Aber ich weiß nicht, für mich ist es auch, wenn die Story jetzt auf den zweiten Blick, damals hat sie mich halt total gefesselt, mehr oder weniger, keine Ahnung, auch wenn sie jetzt auf den zweiten Blick nicht sonderlich logisch erscheint. Es ist aber dennoch, finde ich, ein relativ gutes Sonic-Spiel, vor allem wenn man bedenkt, dass das ursprünglich für die Dreamcast gemacht wurde. Das ist ja schon ein ganzes Weilchen her, seitdem das Spiel draußen ist. Und ich sage jetzt bewusst keine Zahlen, weil ich nämlich absolut keine Ahnung habe, wann genau das war. Allerdings, was einen wirklich sehr aufregt, ist nach wie vor dieser Doppelsprung-Bug. Weil, wenn man normal hüpft, einmal A drückt, dass er dann doppelt hüpft. Oh, die Hölle. Und jetzt, das letzte Level von Shadow war auch relativ... Was ist denn das für ein Lied, ey? Ah, okay. Ja, so schlecht ist das eigentlich gar nicht, wenn man es jetzt mal beim zweiten Mal erinnert. Auch wenn sich teilweise ein bisschen schief anhört. Ja, was ich sagen wollte, im letzten Level von Shadow, das war einfach nur noch grausam mit diesen, Schwerkraftsdingern. Die sind echt frustrierend. Vor allem, wenn dann die Verfolgungsattacke irgendwie daneben geht und dich einfach mal rauskatapultiert aus der Reichweite von den Dingern. English Character Voices. Ja, Shelly Fox, das hast du sehr gut gemacht, finde ich. Post-Recording-Editors mit Lethal Sounds. Product Support, Library Support. Sega Ninja Team, was sind das? Wie auch immer, ich habe das Gefühl, dass die Credits bald vorbei sind, sag ich doch. Da steht Sega Corporation. Ach, jetzt geht's trotzdem nochmal weiter. Nee, aber Shadows Musik geht eigentlich. Das ist übrigens Shadows Team. Im ersten, also im Endsong von The Hero Story kam, glaube ich, Sonic's Theme. Also vom Flair gefällt mir das auf jeden Fall besser als Sonic's Theme. Sieger Europe LTD. Ja, komm schon, Credits hier. Ja, aber ich sag euch, bevor ihr jetzt denkt, das Ganze wäre vorbei. Nein, das Ganze ist nicht vorbei. Denn... Special Thanks. Ja, ich glaube jetzt so langsam wird's wirklich vorbei sein. Ja, Executive Producer, Cooperation with... Danke, jetzt kommen die ganzen Logos. Soap, Impact Softdeck, ADX, meine ich. Und jetzt kommt wahrscheinlich noch Sonic. Ja, logisch. Developed by Sonic Team und presented by Sega. Ja, ja. Was es mit diesem Warning-Bildschirm auf sich hatte? Emblem Nummer 32. Ja, ist gut. Ich habe meinen Satz angefangen, ich würde ihn gern beenden. Aber das Spiel will wohl nicht. Jetzt kannst du...